Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT. Ich bin Keule und wir haben eine neue Serie oder eine neue Folge von Der neue Panzer braucht das Land. Wir haben von Wargaming jetzt am zweiten Tag in Folge einen neuen Panzer spendiert bekommen und das ist ein amerikanischer Stufe 8 Heavy und zwar der M4Y und der läuft ja unter spezielle Panzer wieder einmal, denn es wird ein neues System eingeführt, diese Yoke-Ketten, sieht man hier auf der Seite wunderbar, die dieser Panzer bereits mit sich bringt und die ja später im amerikanischen Forschungsbaum auftauchen werden mit neuen Panzern. Und das, ja, das ist relativ interessant, wie das ganze System funktioniert. Man kann es hier an der Seite sehen, man hat einmal die komplette durchgezogene Kette. Wenn man die Kette versucht, vorn zu ziehen, also im Gegner quasi hier vorne ins Kettenrad schießt oder in die Kette schießt und die Kette auseinander nimmt, haben wir hier hinten immer noch eine Kette, damit sich das Fahrzeug trotzdem noch aus dem Schussbereich schleppen kann. Wenn ihr allerdings die Kette hier hinten zieht, dann fliegen beide Ketten runter und werden beide auch repariert. Das heißt, wenn man den hinten trifft, ist es so wie bei allen Kettenpanzern zumindest, dass sie stehen bleiben, sich nicht bewegen können und die Kette erst reparieren müssen. Wenn er vorne reinschießt, bleibt die hinten halbwegs intakt und ihr fahrt mit natürlich deutlich verminderter Geschwindigkeit. Aber trotzdem könnt ihr euch aus dem Gefahrenbereich herausziehen, wenn ihr es wollt oder wenn ihr es braucht. Oder ein bisschen reindrehen, das würde glaube ich auch noch gehen. Aber halt alles deutlich langsamer. Das ist dieses System, um das es geht. So eine Art Notkette oder Spezialkettensystem, keine Ahnung, wie wir das nennen wollen. Auf jeden Fall ja, läuft das dann genauso. So, neuer Premium-Panzer. Nochmal kurz zum Verständnis. Also wir haben das System natürlich auf beiden Seiten. Ne? Hier drüben haben wir die auf der rechten Seite ebenfalls dieses Notkettensystem. Wie gesagt, das wird dann später dann eingeführt in den amerikanischen Forschungsbaum. Hier könnt ihr schon mal ein bisschen probieren, ob er denn damit klarkommt. Großartig Unterschied macht es nicht. Wenn ihr da ja, die Kette geflogen ist, die meisten drücken dann sowieso gleich auf Reparieren, damit sie dann direkt weiterfahren können. Ja, neuer Panzer bedeutet natürlich immer auch, ist die Crew zu irgendwas zu gebrauchen, ist der Panzer zu irgendetwas zu gebrauchen, kann man dafür Geld ausgeben oder nicht. Und das werden wir jetzt gleich mal versuchen, ein bisschen zu beleuchten und den mit zwei anderen Amerikanern vergleichen und vielleicht gucken, ob die anderen eventuell besser sind oder ob der hier dann quasi etwas stärker ist. Das werden wir gleich mal unter die Lupe nehmen. Fangen wir die Module an. Kanone ist eine 105 mm Kanone mit 360 Alpha-Schaden, 220 Durchschlag auf Standard, 250 auf Premium und 440 Schaden auf HE. Durchschlag 220, 250, 53 Durchschlag auf HE. Genau, so sieht's aus. Ganz kurz noch zu gestern, also alle, die mich da irgendwie versucht haben oder mich irgendwie missverstanden haben, der Panzer, der Tornwagen ist nicht OP. Er ist in puncto Frontpanzerung und in puncto Durchschlag meiner Meinung nach ein bisschen zu stark. Natürlich ist er gebalanced durch seine Geschwindigkeit, natürlich ist er gebalanced durch seinen extrem langsamen Drehwinkel von der Kanone, also von seinem Turm. Der Turm dreht sich extrem langsam und auch die Ketten brauchen eine ganze Weile, bis sie da jemanden hinterher geaimt haben. Also braucht extrem lang, um das Fahrzeug zu wenden. Trotzdem ist meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Durchschlag auf Standardmunition. Wir sind da teilweise auf einer 10er Kanone. Von daher, ihr seht es mir bitte nach. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung zu dem Panzer. Und die Beweglichkeit macht am Ende das Fahrzeug zu einem gebalanceden Fahrzeug, teilweise zu einem schlechteren als den hier zum Beispiel. Aber unterm Strich hätte man das ein bisschen ausgeglichener vielleicht machen können. Natürlich will jeder irgendwie einen speziellen Panzer haben. Je spezieller, desto besser. Aber trotzdem bleibt zu sagen, dass man vielleicht doch irgendwie die Kirche im Dorf lassen sollte. Und wenn man Munition reinpackt, die bei jedem Achter grundsätzlich immer penetriert, dann ist das eigentlich schon ein bisschen, ja, auf Premium-Munition natürlich, ne? Das ist dann schon ein bisschen, finde ich schon ein bisschen übertrieben. So, zurück zu diesem jungen Mann hier. Also diesem jungen Panzer hier. Also wir haben 360 Alpha-Schaden, 220 Durchschlag auf Standardmunition. Wir haben eine Nachladezeit von 10,8 Sekunden und wir haben einen Höhenrichtbereich von minus 10 Grad nach unten und Gun Elevation von 20 Grad nach oben. Das heißt, ihr könnt den Panzer ungefähr so weit nach oben kriegen,
die Kanone und ungefähr so weit nach runter. Das sieht dann schon recht gut aus. Das heißt, er lässt sich am Berg hervorragend oder am Hügel hervorragend spielen. Haben hier eine Zielerfassung von 2,4 Sekunden auf der 105 mm und 0,38 Streuung auf 100 Meter, weniger als 2000 Schaden pro Minute, was an und für sich kein so übler Wert ist. Was ein richtig starker Wert ist, sind die 1500 Strukturpunkte oder sagen wir mal ein durchschnittlicher Wert, aber die 279 mm Turmpanzerung, die sind dann schon recht interessant. Sieht ein bisschen aus wie beim Panzer, wie heißt der? 07RH, glaube ich. Diese komische Panzerung ist auch recht gerade. Also, ihr habt hier zwar 279 mm Panzerung, aber die ist eben, wenn ihr genau gerade drauf schießt, dann wirklich nur mit 279 mm angegeben. Andere Panzer haben da ein bisschen weniger Panzerung, haben die allerdings etwas spitzer, beziehungsweise etwas verwinkelt. Und dann macht es natürlich, beziehungsweise gezogen. Und dann macht es natürlich einen Unterschied schon aus, ob ihr auf 250 mm Panzerung schießt und am Ende trotzdem 300 mm Panzerung habt. Oder ob ihr auf den hier schießt mit 279 und der bleibt bei 279. Jo, obere Wanne oder Wannenpanzerung, frontal 178 mm, dürfte der ein oder andere Schuss von dem 9er, von der 10er Kanone durchgehen. Aber eben nicht jeder. Untere Wanne ist natürlich Weak Spot, so wie bei allen anderen oder wie bei den meisten anderen Panzern auch. Und wir haben hier ebenfalls einen weiteren Weak Spot. Und zwar ist das hier unten der Bereich unter der Kanone. Das heißt, wenn ihr den irgendwie verdecken wollt, ist das das große Problem. Entweder der Gegner schießt euch hier unten durch, dann müsst ihr die Kanone nach unten nehmen, oder ihr versucht hier oben euren Weak Spot, das ist nämlich dieser Spot, der auch auf dem Renegade zu finden ist, versucht den zu schützen, indem ihr die Kanone ein bisschen nach oben nimmt und ein bisschen hin und her wackelt. Dann habt ihr hier nach unten wieder eine Luke, wo euch jeder reinschießen kann und auch wahrscheinlich jeder durchkommt. Nicht so lustig, deswegen würde ich da, ja, auch wenn er für den Nahkampf recht gut gemacht ist, ein bisschen aufpassen, was da passiert. Was beim Panzer ebenfalls extrem stark ist, ist die Seitenpanzerung. 241 mm haben wir am Turm. Das ist schon mal richtig stark. Das heißt, es lässt sich mit dem Turm sehr gut sidescrappen. Und ihr könnt, wenn ihr einen recht schmalen Bereich habt, trotzdem nach rechts und links gut abaimen, was da angeflogen kommt. Und habt trotzdem die Möglichkeit, da alles zu treffen. Und dass sich keiner irgendwie durch den Turm schießt. Wie gesagt, der Weak Spot bleibt halt da und ist halt, ja, echt ein Weak Spot, also eine wirkliche Schwäche. Das muss man leider so sagen. Wannenpanzerung an der Seite 76 mm ist nicht unbedingt die Welt. Man kann damit ein bisschen was bouncen auf Stufe 7 bei 8er, 9er und dann später bei 10er Panzern. Sieht es dann ein bisschen anders aus. Kommt wahrscheinlich jeder durch. 850 PS Motorleistung bedeutet, wir haben 18 PS pro Tonne bei 50 Tonnen Höchstgewicht. Wir haben 45 km vorwärts und 18 km rückwärts. Das ist nicht besonders viel, aber es ist okay. Die Punkte Mobilität schlägt da den Turnwagen von gestern zum Beispiel um Längen. Wir haben eine Sichtweite von 380 Metern. Für einen schweren Panzer ist das in Ordnung. Gibt es allerdings deutlich bessere Panzer. Unter anderem auch aus amerikanischem Haus. Ich würde sagen, wir gucken uns die mal im Vergleich mit anderen Panzern an. Einfach mal, weil es interessant ist und es zwei Panzer gibt, die ungefähr auf gleichem Level agieren aus dem amerikanischen Hause. Und das sind der T26 E5, also der Patriot, der Renegade und halt, wie gesagt, unser M4Y. Wir gehen mal die Werte nochmal ganz kurz durch. Es ist relativ schnell erledigt. Wir haben alle 10 Grad Gun Depression, 20 Grad Elevation. Wir haben eine schnellere Einzielzeit beim Patriot, weil der mit einer 90 mm Kanone daherkommt, also 2,21 Sekunden, ist auf jeden Fall flotter. Macht natürlich dann später dann beim Aufrüsten auch Sinn, den vielleicht in die Richtung noch ein bisschen zu entwickeln, dass er noch schneller einzielt. Das wird bei den anderen nicht gehen. In puncto Genauigkeit ist der M4 mit 0,38 ein Stückchen weg von Renegade und von Patriot. Und in puncto DPM ist er ein ganzes Stückchen weg vom Renegade und ein bisschen was vom Patriot. Also die sind da, ja, ungefähr auf ähnlichem Level mit Nuancen, die stärker sind beim Renegade oder beim Patriot, wie gesagt. Überlebensfähigkeit, alle haben sie 1500 Strukturpunkte. Den deutlich besten Turm hat zumindest von den Werten direkt der M4Y, hat allerdings hier mit dem, wenn man sich den Renegade mal anschaut, der eine spitze Panzerung hat, also eine gezogene Panzerung. Sieht ein bisschen aus wie ein U-Boot, da prallt natürlich deutlich mehr ab oder prallt
obwohl er nur 250 mm Panzerung hat, natürlich genauso viel oder deutlich mehr ab. Und der Wiegswert, wie gesagt, ist bei beiden gleich. Wenn man sich allerdings auf Tanks GG anschaut, ist wohl der Wiegswert auf dem Renegade ein bisschen besser geschützt. Und da hat wohl die eine oder andere 7er-Kanone vielleicht mal Probleme durchzukommen. So, was ist noch so wichtig? 850 PS Motorenleistung beim M6, 800 PS sind es beim Renegade. Also der M6 ist ein kleines bisschen schneller unterwegs, zumal er noch ein ganzes Stückchen leichter ist. Und bei den 704 PS, die der T26 E5 damit bringt, sind wir auch auf einem guten Level, zumal der auch noch mit 50 PS daherkommt. Hat aber von allen die niedrigste Leistung, das niedrigste Leistungsgewicht mit 15 PS pro Tonne und da ist der M6 vorne mit 18 PS pro Tonne. Jo. Sichtweite, vielleicht noch was Interessantes. Wir haben 390 mm auf dem Patriot, 400 m auf dem Renegade und 380 auf dem M4Y. Macht auf jeden Fall ja, einen größeren Unterschied, wenn man auf freier Fläche unterwegs ist, kann man mit dem Renegade seine eigenen Ziele ein bisschen leichter spotten als der M6, als der M4Y und als der T600 E5 Patriot. Unterm Strich bleibt allerdings zu sagen, ja, dass für Spotten eigentlich die anderen Panzer da sind. Wenn die halt irgendwann mal fehlen sollten, hat es der Renegade auf jeden Fall leichter. Man muss nicht unbedingt ein Sichtsystem einbauen, sondern kann den Slot, einen von den drei Slots, ein bisschen besser verwenden, wenn man dann sein Fahrzeug ausrüsten möchte. Ich würde sagen, wir springen mal ins erste Replay, gucken uns an, was der T4Y so drauf hat und dann sehen wir uns natürlich sofort wieder. Bis gleich. Da sind wir auch schon, wie versprochen, im M4Y. Wir müssen hier leider auf ein einziges Replay aktuell zurückgreifen, weil es mehr noch nicht gibt. Der Panzer ist halt, wie gesagt, nagelneu. Und dann gucken wir mal, wie sich der liebe WOT Holiday Asia 30 mit verdeckter Identität hier gleich schlagen wird, wenn es gegen 9er und 8er geht. Phase 1 Emil 2, Scharfhuter T95, Waffenträger auf Panzer 4. Das sind so die, mit denen wir hier gleich umgehen müssen. Wahrscheinlich werden wir auf dem Mauerbrecher treffen, IS-6 werden wir treffen, und T34B, allesamt mit vernünftigen Kanonen. Gucken, ob diese hier Panzer schon umgehen können, wenn es gleich geht. So, wo fahren wir hin? Fahren wir direkt auf die Heavy-Position, die ist ja ziemlich klassisch hier hinten in dem Bereich befindet, also die A-Linie runter und dann unten die 8er, 9er, 0er Linie irgendwo hinten kreuzen. Oder wir fahren direkt in die Mitte. Interessant ist schon mal, dass der Pantera hinten stehen bleibt, dass der Defender auf die Medium-Linie fährt, hinten die 1er Linie runter und der Rest. Und die restlichen kann sich hier irgendwie recht interessant verteilen. Der DLC E90 fährt nicht durch die Mitte, macht irgendwie Licht oder ähnliches. Und der Standard B ist irgendwo in der Mitte unterwegs, M103 fährt uns hinterher. Also Punkt Mobilität sind wir ja, irgendwo im Mittelfeld, wie gesagt. Vielleicht ein bisschen nachmuss ich da. Ist ja immer noch ein schwerer Panzer und der nimmt natürlich Torp mit. Von daher muss das nicht lassen. Oh, Waffenträger. Waffenträger. Vielleicht können wir da ein bisschen kurz mal anklopfen. Turm müsste eigentlich das aushalten, was er da nicht gibt. Die E6 müssten wir normalerweise gar nicht locker weg rationalisieren können. Waffenträger. Jetzt raus. Und ja, da fehlt ein bisschen die Spritzigkeit. Tut mir leid. Da ist der Panzer ein bisschen sein Manko. Wie alle Heavys natürlich, wie die meisten Heavys natürlich. Waffenträger hat gemerkt, dass er hier noch einen weiteren schweren Panzer vor sich hat. Und ist dann aus auf dem Rückzug. Das hätte man direkt nachsetzen sollen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie es da geht. Es glaube ich nur ein bisschen bergab. Also wir hätten wahrscheinlich unsere Untermann nicht versteckt. Wir haben deswegen wahrscheinlich noch Waffenträger und wahrscheinlich dann auch von der IS-6 penetriert worden. Das wäre natürlich nicht so lustig. Und auf der Heavy Line geht es ordentlich in Sache. T95 Mauerbrecher Phase 1 ist unterwegs. Wie gesagt, IS-6 machen wir hier. Wo der Emil 2 ist, war noch nicht offen. Scharfhüter ebenfalls noch nicht offen, die machen alle irgendwo an der roten Linie Redline snipen. Typisches Hobby.
So, wir haben noch keinen einzigen Schuss abgegeben. Wir sind bisher noch ein bisschen rumgegrüßt. Wir haben ein paar Leute erschreckt und andere den Waffenträger auf Panzer 4, aber mehr war es hier nicht. Ich kann mir hier ein bisschen aus der Flanke schießen. 0,38 ist nicht die Mega-Genauigkeit. Aber es könnte auf jeden Fall reichen, um auf Strecke mal den ein oder anderen Schuss anzubringen oder ohne Schaden zu machen. Das IS-6 wird auf dem M1-03 zurück und auf jeden Fall in die Seite fallen. Das geht. Also wenn man gerne Mediums fährt, Leute, ist das natürlich jetzt hier der falsche Panzer, dürfen wir nichts sagen. Auf die Delta-Panzerung direkt drauf geschossen. Genau mit Standardmunition, dass man da durchkommt. Ist auf uns ausgerichtet, brauchen wir uns glaube ich nicht großartig drum kümmern. Hat auch eine Distanz, auf der die schwere Kanone vom IS-6 auch mal Probleme hat, uns oben beim Weak Spot zu treffen. Und dann gibt es noch einen in die Seite, 366 Schaden, insgesamt 1109 Schaden gemacht. Den IS-6 zumindest mal kleinen Schrecken eingejagt. 5 zu 1 steht inzwischen. Die IS-6 ist ausgenommen vom M1-03. Dann haben wir den Waffenträger, der gibt sozusagen direkt treffen, direkt ranfahren und ein bisschen rammen. M1-03 macht vielleicht mit, vielleicht hat er Lust. Eine kleine Kanone drauf. Das ist so lustig, anwinkeln. Sehen wir das gerade mal? Fährt mit dieser Notkette. Man hat ganz gut gesehen, jetzt die Kette repariert. Man hat dann hier oben so ein kleines Notkettenzeichen und damit kann man dann sehen, wo er sich denn, in welchem Modus er sich gerade befindet. Also muss der Waffenträger auf Panzer 4. Also funktioniert das Ganze, man ist rückwärts vielleicht mit 6 km/h, vielleicht auch weniger unterwegs, aber man kann sich zumindest aus dem Bereich schleppen, wo der Gegner wartet, wenn es nachgeladen ist. Macht es auf jeden Fall Sinn, diese Kette da einzusetzen. So, wir müssen hier ein bisschen zur Hilfe eilen, denn ein Phase 1 wird ein bisschen unfair. Versucht da unseren Patera rauszunehmen, was ihm auch gelingt. M103 fährt nach unten, das heißt, wir bleiben hier oben, nutzen unser 10 Grad gerne ein bisschen aus und hoffen, dass wir hier dem einen oder anderen in die Seite fallen können. Jetzt sind wir schon wieder sehr weit vorne. Guck, guck. Boah, abgeprallt. Runter. Ah, bringt nichts. Zum Glück hat der junge Freund da im T-34B seine Probleme, uns zu sehen. Und wir können uns da ein bisschen zurückziehen. Nicht in den sicheren Hafen, aber zumindest schon mal können wir da, jawohl, 379 Schadenspunkte am Phase 1 anbringen. Ich weiß nicht, ob der Standard Beta in der richtigen Position ist. Kurz die Seite, oder kurz die Turm, oder beziehungsweise die Banne gedreht und ist dann Rückwärtsfahrt aus der Schusslinie gebracht. Phase 1 wird gleich von beiden Seiten raufgenommen. Da haben wir den Emil 2 und zurückziehen. Phase 1 bleibt hängen. Gute Kette? Nein, haben wir nicht. Schade, ich hätte es gerne nochmal gesehen. Da nochmal ein Schuss auf den Emil. Ah, die wissen alle nicht, dass dein Turm recht stark ist. Mal gucken, ob sie versucht haben, zumindest in Richtung Weak Spot zu zielen. Ist zumindest nicht zu sehen. Aber wie gesagt, hier ist ein Weak Spot und hier oben ist ein zweiter. Also der ist auf jeden Fall normalerweise ist einfach zu treffen. Cool. M103 holt sich den Phase 1. Ich habe noch einen M2 übrig, der sich gerade dreht. Können wir rausfahren. Drücken wir ihm einen rein. Cool. 326 Schaden, Low Roll. Wir sind bei fast 3000 Schaden insgesamt. Der Gegner gnadenlos unterlegen. T95, denke ich mal, dürfen wir uns oder brauchen wir uns nicht drum kümmern. Wir haben einen Kill gemacht. Wir haben kurz gesehen, wie die Kette funktioniert. Und bin mal gespannt, ob sich Fahrer finden oder Kommandanten finden, die das Fahrzeug nur deswegen kaufen, weil es halt diesen Modus da hat, beziehungsweise diese Jo-Panzer deswegen anfangen. Weil sie halt diesen speziellen Kettenmodus haben. Bin mal gespannt, ob das sich, ja, wie sich das Ganze dann am Ende durchsetzt. So, wie gesagt, es gibt noch einen Replay heute. 15 zu 5 haben wir gewonnen. Das sieht man da oben. Spartaner gibt es dafür. Einen Fire Effects, einen Schläger und das Ganze ist nur ein Zweierwert. Ist aber okay. 1076 Basis-XP für 3000 Schaden ist ebenfalls, glaube ich, gar nicht so schlecht. Einen Kill haben wir gemacht. Der T95 mit über 4300 Schaden. Und wir waren der mit dem meisten Schaden knapp vor dem Prototypo Standard B. Genau. Wir haben 41.000 plus gemacht, ohne Premium. Mit Premium wird es natürlich etwas mehr.
12 Schüsse abgefeuert, 11 getroffen, 9 durchschlagen, kein Schaden über 300 Meter. Also ist auf jeden Fall ein Nahkampfpanzer. Wie gesagt, im Nahkampf habt ihr eure beiden Weakspots. Ihr könnt nur einen von denen so halbwegs irgendwie notdürftig verdecken. Würde ich mir gut überlegen, ob das lustig ist, da aus der direkt im Nahkampf gegen den Gegner vorzugehen. Ja, das Ganze hat etwas weniger als 7 Minuten gedauert und ist ja eine recht gute Runde gewesen. Ich hoffe, dass demnächst noch die eine oder andere Runde dazukommt und dass ihr mir eventuell was bisschen was einschicken könnt, sobald ihr den bei euch in der Garage stehen habt. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, ein Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut.